indem ich einen Plan zur Neutralisierung der Typhon erkläre, ohne die Talos 1 zerstören zu müssen. Alex sagt, er würde mir seine Zündschlüsse geben, wenn ich ihm beim ersten Schritt in diesem neuen, alten Plan helfe. Dann liegt es an mir. Der erste Schritt heißt, das Korallennetzwerk an einigen wichtigen Orten zu scannen und die Daten in sein Büro hochzuladen. Scanne die Korallen im Außenbereich. Das mache ich. Also das hier, nö, mit dem, ja, hole extra Zündschlüsse, ja, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, das Ding in der Luft zu jagen. Wenn es eine andere Mission gibt, gut. Oh, und das wären weniger optionale. So welche wie Schatzsuche werden wir wohl nicht wirklich großartig nachgehen. Gemischtes Signal, genau, das ist ja, ne? Töte den falschen Koch. Ach, der Koch, der kann mich mal. Ganz ehrlich, ich mag den Typen nicht. So, wir gehen jetzt zum Korallenknoten und scannen ein paar Proben. Kann ich das hier auch scannen? Nö, das kann ich nicht scannen. Okay. Korallenknoten. Was ist denn das für eine Musik? Mach mich mal jetzt nicht fertig. Ich hau schnell ab hier. Korallenknoten. Heilen brauche ich mich nicht. Mann, ich will die Superfrucht essen. Weil ich will nicht nachher, dass wir zur Situation kommen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, diese Frucht zu futtern. Ich will wissen, was die bringt. Ich denke mal, die gibt uns irgendeinen krassen Status-Buff. Irgendeinen heftigen Buff gibt es uns doch sicher. Deswegen. Mal ausprobieren. Ach, nach draußen geht's. Okay, Korallenknoten. Dann machen wir das? Ja, ich bin mir sicher. Ja. Gut. Oh, bin ich froh, dass wir jetzt doch noch eine andere Möglichkeit bekommen haben. Yay! Finde ich super. Oh Mann. Ja, wir haben uns anscheinend sehr, sehr verändert. Und diese Aufzeichnung war wohl recht am Anfang der Experimente noch, wo wir noch bei unserem Bewusstsein waren. Und noch nicht die Talos 1 in die Luft jagen wollen. Ja, aber General ist darauf programmiert, also seine Anweisungen sind ja uns dazu, also uns zu überzeugen, dass wir das machen sollen, glaube ich. Mikrogravitation entdeckt. Denke ich mir mal, aber naja, los geht's. Ich habe über das Video nachgedacht, das Alex ja, jetzt kommt. Hat. Ihr Bruder glaubt, dies sei ihre echte Version. Aber warum? Nur weil sie zuerst da war? Hätte sie jemand erschaffen, wäre ihr wahres Selbst wohl das, das den von ihrem Erschaffer beabsichtigten Zweck erfüllt. Ich weiß, wer mich erschaffen hat. Und warum? Hat sie jemand erschaffen, Morgan? Wurden sie zu einem Zweck erschaffen? Falls nicht, müssen sie ihren eigenen Zweck erfinden. Oder sie haben keinen. Seltsam. Ich weiß so vieles über sie. Aber ich weiß nicht, was sie glauben. Sie müssen sich entscheiden, Morgan. Wer sind sie? Ich möchte die Talos 1 nicht in die Luft sprengen. Ich möchte nur die Typhons eliminieren. Die sind doof. Die töten die ganzen Menschen. Das ist nervig. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie nervtötend das ist. Hihi, nicht irgendwo gegen knallen, komm schon, komm schon. Streng dich an, nicht irgendwo gegen knallen. Wo ist denn das hier? Da sind doch ein paar Koralldinger. Aber ich soll nach dem Knoten ausschalten. Da hat jemand einen Knoten reingemacht. So, da oben fliegen wieder diese explosiven Wollknäule rum. Hilfe! Da ist was. Medizinoperator. Och Mann, korrumpiert. Och Mann, Wissenschaftsoperator. Ja, ein Anruf. Ich will dich nicht beunruhigen, aber es gab einen Start von der Argus-Plattform. Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Das war wohl unvermeidlich. Obwohl ich alles versucht habe. Darum müssen wir schnell und entschlossen handeln. Sie wollen es uns aus der Hand reißen, Morgan. Okay. So, die Teile haben wir mal eben erledigt. Kriegen ein paar Ersatzteile. Wo ist das andere? Wo bist du? Da unten. Sehr schön. Oh, ich wurde wieder entdeckt. Ja, ich mach mal schnell. Schnell da rein. Oh nein, da ist ein Weber. Och nee. Aber zum Glück habe ich mir Munition gesorgt. Da sind zwei. Den einen haben wir gleich. Den einen haben wir. Nee, noch nicht, oder? Da ist er. Jetzt haben wir den einen.
Jetzt hat sie ihm was abgezogen. Und tschüss. Hä? Was? Der ist noch nicht besiegt? Jetzt ist er besiegt. Das war sogar ein Überraschungsangriff? Nee, kritischer Treffer, also. Komm schon. Geht kaputt. So, die Reste. Ach, keine Ahnung, wo die jetzt sind. Die sind hier überall. Da sind ein paar. Ach, da. Den soll ich scannen. Okay. Mach ich gleich. Einen Moment noch. Ja, komm, explodiert. Ja, komm, mach. Ich mag euch nicht. Ganz einfach. Scannen. Zwei Stück anscheinend. Und fertig. Schwäche, keine. Weitere Proben benötigt. Faszinierend. Sie vereint die Psyche all ihrer Opfer in sich. Deine Vermutung war richtig. Sie besitzt eine Art Neuralstruktur. Okay. Überall synaptische Aktivität, als würde sie kommunizieren. Jetzt noch einer. Okay. Ich wusste, du schaffst das. Vater hat mich davor gewarnt, die Zukunft der Firma zu sehr auf deinen Ideen aufzubauen. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Wir sind ein gutes Team morgen. Hoffentlich nutzt er uns nicht nur aus. Warum macht er das nicht? Unternehmen Sie was, die Nachbildung destabilisiert sich. Sie lügen dich an. Beeilung. Wer lügt mich an? Mann! Ach, exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art... neuraler Stolperdraht in der Koralle. Verdammt! Morgen, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell! Okay, schnell, sagt er. Ich krieg das Gefühl einfach nicht los, dass ich veräppelt werde hier von fast jedem. Von January, von Dezember, von unserem Bruder. Krieg das Gefühl nicht los, dass ich von allen einfach nur ganz Zeit veräppelt werde. Genauso wie beim Koch. Da lag ich ja schon richtig mit der Vermutung, aber... Ah... Mann, warum können wir nicht wir selber sein? Warum haben wir keine Erinnerungen? So, mehrere Ziele. Ja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Aber ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass es noch die Möglichkeit gibt, die Typhon so zu eliminieren, ohne hier alles in die Luft zu jagen. So, ach, da oben ist der Eingang. Okay. Ja, kommt nach oben. Oh, das dauert ja viel zu lange. Stimmt, ich kann mich ja hier frei bewegen. So. Stopp, nicht zu hoch. Arboretum, ja, ich komme. Ach, so. Super. Super. Das Gute ist, die Weber, die halten... Wow. Die Weber, die halten nicht viel aus. Du kannst ein paar Mal mit der Pistole drauf schießen. Und dann noch ein kritischer Treffer. Bam. Das war's. Du betrittst Arboretum. Ja, das ist richtig. Das ist, da stimme ich zu. Jetzt laden wir die Dateien hoch. Oh, Mann. Mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, hätte ich gerade daran gedacht, hätte ich sogar die Superfrucht genommen. Ich will sie auf jeden Fall mal nehmen, weil ich will wissen, was passiert. Ich würde sie jetzt sogar einfach so nehmen, weil ich brauche sie ja eigentlich nicht. Aber wenn, dann will ich sie schon einsetzen, wenn ein Gegner kommt. Ist jetzt egal, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Thermal-Phantom kommt oder ein anderer, dann setze ich die einfach mal ein, die Superfrucht, und schau mal, was dann passiert. Ich setze dann einfach mal ein. Also bei irgendeinem Gegner. Von mir aus auch nur ein Phantom. Terminal kannst du die Daten hochladen. Hä, wo bin ich? Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Was ist das denn? Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Okay, hier ist anscheinend irgendein Fehler. Hä? Was ist das? Hilfe! Hier ist ein Ladefehler. Hoffentlich hier oben nicht auch. Ne, hier oben ist alles... Ah, okay, hier oben ist alles okay. So, setze ich die Superfrucht ein. Ist hier ein Gegner? Komm, ich will sie einsetzen. Aber ich will sie jetzt nicht einfach so umsonst einsetzen. Wenn, dann will ich zumindest einen Gegner haben. Einen stärkeren als einen großen Mimic. So, nach oben soll ich. Alle, hopp. Sehr schön. Mann, hier war noch kein Gegner. Ja, hier drin ist auch noch alles beim Alten.
Da ist jetzt plötzlich ein Teil. Wer legt mir immer hier Neuromods hin? Schon wieder drei. Die lagen da vorher nicht. Ich bin doch nicht blöd. Hä? Hier liegen Sachen, die... Was passiert hier? Hilfe! Was geht hier vor sich? Hier spielt irgendjemand mit uns ein richtig doofes Spiel. Ach, apropos, oh, ich hätte mal hier vielleicht auch noch... Genau, Fabrikatorplan habe ich zwar schon, aber egal. So. Programme, hier war ja noch ein Programm, nämlich das hier. Brücke ausfahren, oh. Ich könnte jetzt einfach abhauen. Nee, aber seitdem ich jetzt erfahren habe, dass es eine Möglichkeit gibt, vielleicht, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich werde veräppelt. Und bisher lag ich mit dem Gefühl manchmal recht gut, deswegen, ja, wird komisch. Koralldaten. Oh oh. Okay, warum geht das dazu? Was passiert hier? Oh shit. Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Ja. Yeah. Etwas. Oder jemand. Ja. Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Nein. Der Fenstervorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Ja, nee. Mit sofortiger Wirkung. Wer bist alle du? Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes. Na, erhoben. Super. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dalova. Oh, oh nein. Ich will ihn scannen, ich will... Das ist ein Militäroperator. Scan ihn schneller. Okay, wir brauchen den nur einmal scannen. Ich glaube, ich sollte etwas weggehen. Ja, ich zisch ab. Tschüss. Das sind viel zu viele. Oh, ich habe eine Idee. Die Superfrucht. Ich werde die Superfrucht jetzt einsetzen. Essen. So, die hat uns jetzt einfach nur geheilt, okay? Ja, okay, die hat uns einfach nur geheilt, vollständig anscheinend. Hier sind überall die Dinger. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Gehen Sie bitte zur Rezeption. Da oben, die sind hier überall. Und tschüss. Och nö, hoffentlich. Oh nein, das heißt, Medizinoperator helfen mir auch nicht mehr, oder? Wir sind ausgesperrt. Mist. Das ist wow. Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber wir müssen irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden. Boah, ist der stark. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, warum man die Dinger hacken kann. Also, nein, nicht noch einer. Geh kaputt, du doofes Ding. Ich bin hier. Unschuldig, Mann, wo bist du? Ja, kommt doch alle ein nach dem anderen hier runter, ist mir recht. Der nächste bitte. Morgan, Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Transstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Ach ja. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Ja, wäre eine Idee. Auf Dahls Spur. Mal eben warten, was da jetzt kommt. Ach. Na, gucke ich mir gleich an. Einen Moment. Hey, ey, du kannst da nicht wieder rein. Was fällt dir ein? Ich könnte ihn hacken. Warte, ich wollte ihn hacken. Mist, ich wollte ihn gerade hacken. Egal. Mist, die wissen, wo ich bin. Das ist doof. Aber ich könnte sie hacken. Also, ich schaue mir mal eben die Mission an. Ich denke mal, es geht darum, mein Tracking-Armband zu deaktivieren. Gemischte Signale? Nein, ist das... Ach da, auf Datenspur. Deaktiviere dein Tracking-Armband in der Datenzentrale.
General hat mir gesagt, Commander Dahl könne mich über mein Tracking-Armband finden. Ich könnte das Armband in der Datenzentrale deaktivieren. Ich muss das Personal-Tracking-Arbeitsterminal finden und meine ID-Nummer 0913 eingeben. Deaktiviere dein Armband. Fände ich nicht schlecht eigentlich. Ganz ehrlich, unser Armband mal zu deaktivieren, wäre nicht schlecht. Weil ich kann ja geortet werden. Selbst von diesem falschen Koch, das ist doof. Also denke ich mir mal. So, und hier haben wir jetzt das hier. Nachdem ich die Koralle für Alex gescannt habe, wurde der Datentransfer vom Commander Walter Dahl unterbrochen. Einen sogenannten Berater der Personalabteilung des Transters-Vorstands. Alex kann sich nicht mit mir treffen, da Dahls Techniker ihn aus dem System ausschließt. Dahls Kommandos-Shuttle hat sicherlich Informationen, wo dieser Techniker zu finden ist. Verschaffe dir Zugang zu Dahls Kommandos-Shuttle. Trotzdem, unser Bruder, ich weiß nicht, ich traue den noch nicht ganz. Erstmal werde ich jetzt mein Tracking-Armband deaktivieren. Das ist da beim Arbeitsterminal. So. Och, aber bitte, jetzt sei nicht unsere Olas, sind nicht mehr unsere Freunde. Nein! Ich hacke ihn. Mal gucken, was dann passiert. Hoffentlich schaffe ich das jetzt auch. Bitte, boah. Ich habe, glaube ich, gesehen, man braucht sogar Hacking 4 dafür. Habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Hallo! Jetzt stell dich nicht so doof an, Mann. So. Okay. Schaffe ich es? Oh, wow, jetzt ist das noch ganz da hinten. Mami, nicht fertig. So, X. Sehr schön. Was ist jetzt? Wo ist er denn jetzt? Wow, er kämpft jetzt für mich. Nein. Warte, wir könnten ihn hacken. Ich hack den als auch noch. Ja, Mann, wir machen uns eine ganze Armee von diesen Operatoren. Die Olaf-Armee. Ihr kämpft für uns. Aber schaffe ich da durch? Jetzt verstehe ich das mit dem Hacken. Also so richtig, was man damit jetzt großartig anfangen kann. In Bezug auf die Operator. Hey, das ist, glaube ich, dasselbe, was wir vorhin hatten. So. Ach so, der ist jetzt defekt. Ja, Mann, die kämpfen jetzt für uns. Da ist der Technik-Operator. Bitte, 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 bitte. Yes! Ach, ihr seid immer noch gut. Finde ich schön. Das finde ich schön. Die sind immer noch auf jedermanns Seite, glaube ich. Oh, ich fülle mal meine Psy-Kraft auf. Mann, du warst meiner. Ich könnte ihn reparieren wieder. Wisst ihr was, das mache ich mal. Einfach just for fun. Hi. Der gehört zu uns. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Wohin muss ich? Splinkreisesystem. Ich glaube, ich kann jederzeit so eine Superfrucht wiederherstellen. Arbeitsterminal da hinten. Och Mann, die können sich immer wieder klonen. Okay, das ist fies, dann vermeide ich den Kampf größtenteils. Das Gute ist, aber dann bekommen wir doch immer wieder Ersatzteile von denen. Oder nicht? Immer wieder Ersatzteile und Kuhstrahlzellen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Datenzentrale. Hoffentlich tauchen die jetzt nur nicht überall auf, wo wir hingehen. Könnte sein, dass die überall da auftauchen, wo Operator-Dispender sind, weil das war gerade der Technik-Operator-Dispender. Und da ist der jetzt rausgekommen. Jetzt geht aber hier die Post ab. Ja, und diese Superfrucht hat uns jetzt einfach komplett wieder geheilt und Panzerung, glaube ich, auch, ne? Und Psy-Kraft auch. Ich glaube, kompletto. Ich frage mich nur, wie sie es geschafft hat, unseren Anzug wieder zu reparieren. Die Superfrucht, komisch. Wenn ich das jetzt richtig gesehen haben sollte. Ich denke aber schon. Ein bisschen seltsam. Aber ich habe eher gedacht, die gibt uns so einen heftigen... Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Ja. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Oh, danke. Sie waren für mich da und ich bin für sie da. Oh, wie cool. Wenn sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Wie viele... Nein! Nicht beantragen! Nein, da kommt wieder einer!
Hört auf damit! Aber den hack ich. Ha! Ich hab's noch geschafft. Bevor er mich so wirklich entdecken konnte. So. Ich will jetzt auch nicht jeden immer hacken, weil anscheinend kommen die immer wieder. Ich hack aber zumindest einen, der kann nämlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist ganz gut. Jetzt tauchen da sogar gerade für zwei Phantoms auf, die ich gerade mal eben schnell besiegen musste. Hilfe, was ist denn hier los? Hier geht gerade richtig die Post ab, ey. So, zack. Na? So, kann ich das deaktivieren? Hallo? Ey, Hilfe. Nein, ich habe keinen Zugriff mehr. Gehackt. Von Casper. Kannst du knicken? Oh, komm, ich hole mal meine Hack-Skills hier raus. Ich darf das aber nicht anti-hacken. Nee, anti-hacken? De-hacken? Keine Ahnung, was man dazu sagt. Sie mir die Schuld dafür. Aber ich hatte nie die Absicht, Ihnen zu schaden. Das müssen Sie mir glauben. Ganz im Gegenteil. Ein Geschütz. Commander Dahl dagegen hat kein Interesse, irgendetwas zu retten. Bis auf die Geheimnisse an Bord dieser Station. Wohin? Sie alle sind eine Belastung für die Firma geworden. Dahl, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß nicht, was der Vorstand Ihnen gesagt hat, aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder helfen Sie uns wenigstens, die Typhon zurückzudrängen. Wir sind kurz vor dem. Der greift sogar die Geschütze an und die sind schon kaputt. Die sind ja voll brutal. Die Militäroperator. Der hat gerade das kaputte Geschütz angegriffen, so viel ich das gesehen habe. Der hat sogar auf unsere Bäder abgesehen. Oh, ich muss mich beeilen. Die sind ja voll übel.